Hallo, liebe Leute. Heute erreicht mich eine Anfrage von Michelle auf Facebook. Und zwar geht es darum, dass er einige Sorgen hat, Formeln umzustellen. Und das ist ja auch etwas, was immer nicht so ganz einfach ist. Und hier schreibt er mir die Formel. I ist gleich T mal N, K, was auch immer das sein mag, plus Z T durch Z G sei umzustellen. Und zwar sucht er sich irgendwelche Größen aus und sagt, stelle mir bitte die Formel nach allen möglichen Varianten um. Und das wollen wir jetzt einfach mal tun. Formeln umstellen. Das wollen wir mal versuchen. Heute ist das Datum vom 11.03.2018. Meine Erkältung ist auch gerade wieder so ein kleines bisschen am Besserwerden, aber naja, wir schauen einfach mal, wie es wird. Gut, auf geht's. Wir suchen uns jetzt praktisch mal die entsprechende Größe, nach der wir umstellen wollen. Und wenn es dann egal ist, dann können wir vielleicht einfach mal damit beginnen, dass wir zum Beispiel im ersten Schritt die Größe t suchen. So, das heißt also, diese Größe t ist gesucht und Punkt- und Strichrechnung haben nicht so eine hohe Klammerwirkung wie mal und geteilt, sodass wir uns vielleicht zuallererst einmal hier das t einkreisen können und sagen, das soll alleine auf einer Seite stehen. Gut. Damit das alleine steht, muss ja eigentlich alles, was dann hier rechts davon steht, auf die linke Seite rübergehen. Dieses Pluszeichen hier vorne, das ist das erste Augenmerk, das ich haben werde, weil mit diesem Pluszeichen kann ich natürlich über eine entgegengesetzte Rechenanweisung, nämlich dem Minus, das, was hier steht, zu 0 werden lassen. Soll heißen, Minus ZT geteilt durch ZG würde der eigentliche Arbeitsschritt beinhalten. Und bei einer Gleichung machen wir auf der linken Seite genau immer wie das auf der rechten Seite auch. Also bleibt also erstmal stehen. I. Ja, und wenn man jetzt also auch richtig geschrieben hätte, müsste man hier schreiben I minus ZT durch ZG ist gleich, bleiben wir mal bei unseren Farben hier, T ist immer noch die gesuchte rote Größe, T, NK, und dadurch, dass wir gewissermaßen jetzt auf der rechten Seite, und das schreibe ich dann ein einziges Mal auch nur mit hin, plus ZT durch ZG. Aber durch unseren Trick, dass wir auf beiden Seiten addieren oder subtrahieren, minus, das haben wir ja hier als Arbeitsschritt eingeführt, ZT durch ZG wird eben aus diesen beiden Größen hier tatsächlich 0. Das heißt, die Summe hier, die sich jetzt hier daraus ergibt, ist gleich 0 und damit hätte ich sie eigentlich auch ehrlicherweise gar nicht schreiben brauchen, aber nur zur Erklärung ein einziges Mal mit nachgereicht. Was man auf der linken Seite macht, muss man eben auch auf der rechten Seite machen und das eben entsprechend dann auch wirklich würdigen und dann letztlich das Schwarze hier nur erklärenderweise hinzuschreiben. Gut, das war bis hierhin relativ einfach und jetzt gucken wir uns das ganze Spielchen weiterhin an und sagen, naja, das haben wir also wegeskaliert. Jetzt müsste nur noch das NK auf die andere Seite kommen und da sehe ich hier jetzt tatsächlich das Malzeichen und das Gegenteil von einem Malzeichen ist natürlich das geteilt und wenn ich dann durch NK teile als zweiter Arbeitsstrich, schreibe ich mir auch dann wieder hin, was damit gemeint ist. Auf der linken Seite steht jetzt I minus ZT durch ZG. Das soll ich jetzt, und zwar die gesamte Seite,
geteilt durch, also alles, man könnte sich das hier auch quasi so als Klammergröße vorstellen, geteilt durch nk, das wäre jetzt auf der linken Seite passiert. Auf der rechten Seite steht jetzt, halt, schön in blau bleiben, gleich rot t mal nk und das Ganze wird dann geteilt durch nk, ja letztlich wieder, weil auf beiden Seiten bitte das Gleiche machen. Wir sehen schon wieder, okay, alles klar, tolle Übung, aber aus diesem hier wird gleich 1 und dann braucht man es eigentlich auch wieder nicht schreiben. Auch das wieder nur zur Erklärung dafür, wie praktisch dann die entsprechende Umstellung auf die andere Seite zu erfolgen hat. Und im Moment sieht es tatsächlich so aus, als wäre das relativ kompliziert gewesen. Mit ein bisschen Disziplin schnell verdientes Geld. Das war die Größe T, die wir gesucht haben. Genau wie für T gilt die Rechnung auch für NK, nur dass dann der rote Kringel halt eben hier herumginge und damit eigentlich überhaupt keine Änderung im Berechnungsgang wäre. Bisschen blöder oder schwieriger scheint dann doch wohl die Frage zu sein, wie erreiche ich denn zum Beispiel die Größe ZT? Also zweitens, die Größe ZT ist gesucht. Okay, keine Ahnung, wie wir das lösen wollen. Aber auch hier beginne ich dann einfach mal zumindest so gedanklich mit einer Teilung des Prozesses hier und sage, dann schreiben wir doch bitte die Formel nochmal neu hin. Also I ist gleich T mal NK plus, und ich werde dieses Rote gleich mal einarbeiten, ZT geteilt durch ZG, kommt man ja schon ganz durcheinander mit dem Zauber hier. Und das Rote soll alleine stehen. Das bedeutet zunächst einmal, muss also das, was hier links neben dem Pluszeichen steht, auf die andere Seite. Die Rechenregeln sind die gleichen, aber wir verzichten jetzt mal auf diese langatmige Darstellung mit dem Herauskürzen. Mein Arbeitsschritt wäre also, da hier vor der Größe ein Plus steht, weiß ich sofort, okay, minus t mal nk als Ganzes auf die andere Seite zu nehmen. Ja, auch das lässt sich sehr schnell und sehr schön schreiben. I minus t mal nk ist gleich, naja, dann kürzt sich das ja hier raus, wenn ich es mit minus auf der Seite mache. Unser z T, geteilt durch ZG. Ja, und jetzt sieht man schon wieder alles klar. Wir sind ja fast nah dran. Wir müssen jetzt nur sehen, dass das ZG auf die andere Seite geht. Wir müssen es also mit dem Gegenteil von dem tun, was wir hier eben geschrieben haben. Also geteilt müssen wir das Gegenteil machen, also mal ZG. Und das gilt dann wieder für die gesamte linke Seite eben auch. I minus t mal nk, das stand auf der linken Seite schon. Das jetzt allerdings alles mal zg, weil die gesamte linke Seite muss mal genommen werden. Und übrig bleibt dann tatsächlich unsere gesuchte Größe für zt. Also das ist eine Variante, wie man es dann tatsächlich lösen kann. Und die Ergebnisse lassen sich dann ja schon relativ schnell herbeten, wenn man einmal dieses Grundprinzip wirklich also berücksichtigt und sagt, was du links machst, musst du auch eben auch rechts machen. Egal, ob die Reihenfolge nun immer optimal ist, aber hier erkenne ich sofort, also mit Plus und Minus, da ist die Bindungskraft gering. Ich kann es auf die andere Seite bringen. Muss natürlich darauf achten, dass das geteilt, also klammert, besser klammert und eine größere Festigkeit hat und das dann eben auch am Ende für alles auf den entsprechenden Teilbereichen der Seite anzuwenden ist. Ja, für ZG hätte man jetzt natürlich auch sich die Frage stellen können und sagen, gut, nur der Form halber schreibe ich es einfach nochmal hin und sage, gut, dann machen wir im dritten Schritt jetzt hier zum Beispiel mal die Frage nach ZG. Das ist ein bisschen anders, aber auch nicht so richtig.
Formeln sind alle gleich und darum muss man vor den Dingern auch ehrlicherweise nicht so wirklich Angst haben. Also I ist gleich T mal NK plus ZT wollen wir jetzt nicht, sondern wir wollen unser geteilt durch ZG haben. Und da darf man sich zunächst auch nicht irgendwie verunsichern lassen. Gilt wieder, das nervt hier immer noch, auf die andere Seite damit mit minus T mal NK. Gut, wie oft denn nur noch, haben wir da oben ja schon gehabt. Ich hätte eigentlich auch schon etwas früher einsteigen können, aber habe ich es einfach belassen. Ich bleibe dabei, I minus T mal NK ist jetzt ZT durch das ZG. Gut, von mir aus. Du rechnest ja eigentlich alles nochmal. Warum tust du das? Du hättest doch von hier aus schon losrechnen können. Aber nun ist es egal, es ist soweit passiert. Das ZG muss, weil ich suche, auf über den Bruchstrich, also wieder mal ZG rechnen. Gut, dann bin ich doch schon da gewesen. Schade, wenn ich nicht also richtig aufpasse, passiert sowas natürlich. Also I minus T mal NK, Klammer zu, ZG, wenn man es ein bisschen übt, dann ist man eigentlich auch gut dabei. Und das Ganze ist dann eben auch mein ZT. Das ZG wollte ich alleine haben, also muss das, was in Klammern jetzt dort steht, auf die andere Seite rüber. Und zwar in Form, weil hier ein Mal steht, mit geteilt. Und dann muss ich den ganzen Klammerausdruck verwenden, mit dem ich dann teile. Und das wäre dann I minus T NK. Und übrig bleibt dann endlich meine gesuchte Größe. ZG ist gleich, naja, ZT. Und geteilt durch eben alles, was auf der Seite steht. Das wäre dann also I minus T mal NK. Und das wäre dann gewissermaßen das Ergebnis dafür. Und nochmal auf den Punkt gebracht, wenn ich denn schon erkenne, dass ich irgendetwas brauche, was oberhalb des Bruchstrichs liegt, hätte ich diese Formel natürlich gleich auch dann entsprechend heranziehen können und hätte von hier ausgehend natürlich sofort erkennen können, ZG alleine, das andere rüber, sehr viel, viel schneller fertig als bei der ersten Variante. Also nun ja, so sieht's aus und hier das Ganze nochmal neu eingehaust. Von mir aus ist es ja auch nicht so dramatisch. Das ist dann die Formel, die dabei herauskommt, wobei hier auf der rechten Seite dann wirklich nur das T steht. So, und das soll es dann eigentlich auch sein. Ja, ich hoffe, das hat ein bisschen Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.